Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scum. Ich habe durch. Ja, dann trink doch was. Oh, kein Platz mehr fürs Messer. Eieieiei. Das muss ich aber wegpacken hier. So, das ist aber blöd. Ja. So, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie hier wieder rauskommen, ne? So eine Scheiße. Ich will aber keinen Hangar mehr weiterlaufen, weil, ja, wenn wir das machen, dann weißt du nicht, was passiert, ne? Ist auf jeden Fall auf der Seite raus. Beide Tactical Military Pants. Die hat auf jeden Fall mal mehr Platz. Die nehmen wir mit. So, hier kann ich auch nehmen. Also wollen wir die Jeans sein, wa? So. Ja, wir müssen jetzt doch mal hier das Bootcamp verlassen. Ich habe die Taschen voll. War doch gutes. Wen will ich den denn überstülpen? Im Singleplayer ist das Ding ziemlich worthless. Auf jeden Fall. So, wenn der Kollege gleich. Auf der anderen Seite ist, also quasi an mir vorbei, dann muss ich schnell darüber rennen, am besten ohne dass der mich sieht. Jetzt das war schon mal gut. Dann warten wir noch eine Runde. Der mal wieder zurückläuft und looten uns hier auch noch mal durch. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz gekriegt, ne? Aber irgendwie ist hier nicht viel zu looten. Da will ich. Oh. Böse. Die sieht gut aus. AK-47. Zero 100. Aber die ist doch gar nicht so groß, ne? Doch, die groß. Aber wenn ich dies und dies. Ah ne, ich muss ja den Rucksack irgendwo hinkriegen. Ach, ist doch scheiße, wenn man wieder zu voll gepackt ist. Ne, ich nehme jetzt die 47er mit. So. Ach Mann, doof. Hast du hier so eine geile Waffe und kannst du nicht mitnehmen. Weil wieder kein Platz. Muss ja auch hier wieder zurückkommen, ne? Und dann ist nur da möglich diesmal. Nein. Hier ist echt übel, oder? Ja, ja. Wir gucken uns das Spiel gerne mal an hier. Er braucht schon Papier. So, der kommt und der geht ziemlich weit, ne? Und dann muss ich doch eigentlich nur darüber kommen. Bin ich ja schon in diesem Baracken. Wo ich hin wollte eigentlich, ne? Wenn der gleich weit genug weg ist. Jetzt. Ah, ach, das sind diese Teile. Nee, die sind kacke.
Die sind wirklich nicht schön, ne? Ja, jetzt sind wir zwar hier, wo ich hin wollte, aber die Teile sind blöd. Zu viel Fenster. In dem Haus war wahrscheinlich, komm, dann gehen wir hier raus. Wie weit kommst du? Nicht bis hier vorne, ne? Nee. Alles ist cool. So. Ah, wir haben aber... Was ist das denn? 38er Munition. Die sieht aber schön aus. Schön Silber. Ist die für Werwölfe? Abgeschlossen. Und dreh dich um. So, gut. Dann würde ich jetzt nämlich den Heimweg antreten wollen. Beziehungsweise, ja doch. Na, nee. Hier diese Baracken, das ist scheiße, ne? Weil die sehen dich da ja immer. Ich finde, wir haben es hier gut überstanden und jetzt sollten wir das auch nicht übertreiben. Nee, definitiv nicht. Essen gleich lieber noch ein Stück Brot. Und darauf achten, hier sind ja auch noch die Sprengzombies. Gucken wir uns an, wo wir als nächstes hingehen. Ja, hier bin ich wieder spontan zu weit gelaufen. Und hier muss ich aufpassen, ne? Wollen wir die erste wegmachen? Nein. Nimm das Messer. Ja, komm. Messer nämlich schon, ne? Kollege. Hast du was Gutes mit? Das haben wir so verranster Zeugs, ne? Ach Quatsch, wir hauen jetzt hier ab und Gutes. Ich hab echt Schiss vor dem Typo. So, hier rein damit. Alles mal weggeräumt, was wir nicht brauchen. Ja, wenn ich hier so einen Halfter habe, dann gucken wir uns die M9 genauer an. So, erstmal alles wegräumen. Das bescheuerte Messer hier. Den will ich damit wehtun. Wenn ich dieses dreckige Lachen höre, kriege ich schon Panik. Bleibt, zack. Tatsächlich. Man weiß ja nie, wann der Idiot kommt, ne? Ja. Ich habe echt Angst vor dem, wenn ich hier länger rumstehe. Das? Ich glaube, der ist das, ne? Oh! Doofe Sache da. Schnell weg. Wieso habe ich denn keine Muni mehr? Habe ich die jetzt auch weggepackt? Ja, wahrscheinlich. Ach, wie schlau von mir. So, wo könnte ich die jetzt reingepackt haben? Was waren das? Die 308er. Da. Bestimmt noch einzelne Schuss gehabt, oder? Da, 9 mm, 9x39. Ne, echt nicht?
Hatte ich keine ausgepackten mehr? Dann packen wir aus. Und laden. Will doch noch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Ach so. Ich habe aber noch nicht vollgeladen. So, wo ist die Knarre? Die liegt jetzt nebenan, ne? Ach so, die AK wollte ich auch noch weggeräumt haben. Gut. Dann so. 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 So ist besser. Ist nicht besser jetzt. Scheiße. Ist er weg? Jetzt hätte ich doch so gerne noch Spaß gehabt. Ja, ich renne den bestimmt jetzt nicht in die Arme. Das tue ich nicht. Ja, komm, dann scheiß drauf. Schade. Ja, komm, raus hier. Egal. So, dann wollen wir noch mal gucken, wo es hingeht, ne? Wir sind jetzt hier. Wo waren denn noch coole Sachen? Sag doch mal einer was. So, wir sind hier im Bootcamp. Burgruinen hatten wir schon. Steinbruch hatten wir, den Trainyard will ich nicht. Wo wir noch gar nicht waren, ist hier im Sanatorium. Das ist gar nicht so weit weg. Da fahren wir hier auf C3, C4, kurz vor der City. Das dürfte hier so, da. Da ist es. Direkt hier am Strich, ne? Gut, dann fahren wir dahin. Ich hole euch gleich dabei. Das ist, ja, nordwestlich fahren. So, dann habe ich hier doch einen kleinen Abstecher gemacht. Ich habe hier mal so einen Bunker entdeckt, ne? Ja, den wollte ich mir auf jeden Fall mit euch anschauen. Ich habe gehört, hier gibt es coole Sachen zu finden. Na hier, können wir gleich nochmal was knacken. Zombie scheint es hier auch nicht zu geben. Mal schauen, mal Dosenöffner. So Patronenzeugs. So. Ist ja was, gab es ja schon. Nicht das allermeiste. Aber den Schrank zum Knacken wollen wir gleich noch machen, oder? So, irgendwie muss man doch jetzt noch da. Ach, guck an. So. Klettern wir dann nochmal hier rauf. Vielleicht gibt es ja noch was Cooles. Nee. Leider nein. Leider nein. Na schade. Na, brecht ja nicht die Knochen, Jungs. So, gehen wir mal eben Dietrich und einen Schraubenzieher. Und dann machen wir das Schlösschen da noch eben. Hier. Ach, guck mal, hier ist schon ein fertiger Dietrich. Brauche ich nochmal einen fertigen Schraubenzieher. So. Zack. Dann wollen wir doch das Ding da noch eben knacken. Das Schränkchen. Vielleicht ist ja was Geiles drin, vielleicht ist auch nichts drin. Aber ist nicht mal abgeschlossen. Na toll. Ups. Der war ja gar nicht verschlossen. Wie langweilig. Ja, okay. Dann fahre ich jetzt da runter, wo wir hin wollten. Zum Sanatorium und hole euch dann gleich dabei. Bis gleich. So, wir müssen jeden Moment da sein. Der Sprit wird langsam knapp hier für den Karrenlein. Wir müssen also in der nächsten Folge gucken, wo hier in der Nähe eine Tanke ist. Hier ist es, ne?
So, hier schön parken. Genau, artig eingeparkt hier. Ja. Ah, komm. Halt, gehst du da rein und machst das Licht aus. Geh auf. Da liegt er sich lang. Ja, was ist jetzt? Wird es dunkel oder nicht? So, wollen wir doch mal gucken hier. Ja. Dinge haben wir. Die hat noch 75%. Gut. Hoffen wir mal auf möglichst wenig Zombies hier. Hüppchen. Puppies. So, komm, dann gehen wir mal hier rein. Und checken mal das Sanatorium. Ah ja. Nicht so laut hier. Oh, was trinken muss er auch. Was trinken muss er aber auf jeden Fall. Nicht prüfen, trinken. Also 3-4 Schluck müssen wir nehmen, ne? Ja. Ja, mein Gott. So, dann haben wir erledigt. Dann essen noch mal hier so ein Schoko-Ding. Ach, hab jetzt nichts mitgenommen, ne? Eieieiei. Da ist noch einer. So, leise und schnell. Zack. Ja, mitnehmen. Haben wir jetzt leider schon öfter gebrauchen müssen. Oh, hier gibt es wahrscheinlich nur Verbände, wa? Hier gibt es anscheinend nichts Gescheites nicht. Wir gucken erstmal hier so rum. Hier ist niemand. Oh, ein bisschen Seife. Ein bisschen nix. So. So. Naja. Nix ist nix, ne? Okay. Na komm, solange ich Platz habe, nehme ich es mal mit. Lässt sich ja sonst auch beim Händler verkaufen. Aha. Keine Zeit für so einen Scheiß. Ah ja. Da meldet sich noch jemand. Zuforte. Aber hier wieder so ein Metallrohr, was ich nicht will. So, da. Wir gucken wir mal eben bis zum Ende hier. Ja, haben wir hier noch einen Patienten? Pajama-Shirt. Scheiße. Ja, nein. Nein. Ja. Hier. Naja, wenn du prüfen musst, ist nichts drin. Da habe ich jetzt schon mehrfach festgestellt.
Wenn man es prüfen muss, ist nichts drin. Ich habe noch eine Rasierklinge, mit der wollte ich mir ja noch die Mähne machen, ne? Ja. Ach, hier waren wir doch gerade. Habe ich doch gesagt, wenn Prüfen drin steht, dann steht, dann brauchst du gar nicht erst gucken. So. Geht's da noch hoch? Das. Im Aufzug. Ich fahr Aufzug. Hallo, lieber Aufzug. Der tut's wohl nicht mehr, oder? Ach Mann, an der Treppe laufen hier. Oh, Menno. Aha, und da geht's schon aufs Dach hoch. So hoch ist es ja gar nicht. Ah, hier ist Zimmer von die Doktore. Nee, doch nicht. Ein Ausruhen möchte ich mich nicht. So. Ja, ich glaube, draußen wird es jetzt auch echt langsam dunkel. Ja. Deswegen müssen wir mal zusehen, dass wir gleich mal hier durch sind. Ey, nimm das jetzt mit. Mann. Naja, nicht jeden Kleber mitnehmen hier. Erst wenn wieder welche aufgebraucht ist, hier noch mehr Verband. Na gut, wir sind im Krankenhaus, ne? Sanatorium hin oder her. Hungrig ist er. Aha. Aha. Hier gibt es auch noch irgendwas Cooles. Ich weiß noch nicht. So, keine Ahnung, wo wir hier reingekommen sind. ich Orientierung und dann wollen wir sowas von mir. Nein, das klappt nicht. Das funktioniert ja nicht. Ja, komm, dann nimm doch 1800 Verbände mit. Besser als wenn du hier gar nichts hast. Ne? Was gibt's denn hier wo Gutes? Ja, Medikamente hätte ich jetzt gedacht. Also ein bisschen Antibiotikum. Au. Apropos Antibiotikum. Ach so, ne, die ist weg. Gut. Straitjacket. Ach so, hier, Zwangsjacke. Nein, danke. Aber vielleicht verkaufen. Wer weiß. So, das war's hier auch schon wieder. Ja, hier im Zwischenstopp, ne? So. So. Wo war die Leiter? Da draußen, ne? Hey! Da ist noch ein Deckel drauf. Ich dachte, die kann man auch looten. Naja, anscheinend wieder nicht alle, ne? Ich meine, ich hatte ja schon eine, die man looten konnte. Aber die jetzt irgendwie nicht. So. Treppe hin oder her. Hier war eine Leiter. Ne. Das ist der Raum, wo ich gerade drin war. Ach, hey. Aber dann geht's doch da weiter, ne? Guck mal da. Dem bricht sich doch bestimmt was. Ja, guck mal hier. So. So. Dann geht's hier für uns weiter. Da ist noch so ein Brunnen in der Mitte. Oh. So. Nix. Ja. Auch
Nix. Ah, nix ist scheiße. Hier ist noch so ein Aktenschrank von mir aus. Zwei. Ja. Wenn man nicht die richtige Waffe in der Hand hält, ne? Auch hier einer aus der Anstalt, der hat nur Anstaltskleidung an. Pyjama hat er an. Er hat nicht mit Y geschrieben, Pyjama. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist richtig viel drin. Also so gar nichts, gar nichts. Aber nochmal schneiden kaputt hier. Das scheint ein Arzt zu sein. Oder ein Krankenpfleger. Gewesen zu sein. So. Ich hoffe ja gerade mal an euch, dass hier alle nicht zu düster ist. Ist schon ein bisschen dunkel, ne? Das nicht, das ja, umgekehrt. Das ja, das nicht. So, hier geht's auch. Aber hier sind wir doch schon wieder am Ende der Räumlichkeiten, ne? Der Geräumlichkeiten. Ne? So, dann diese Seite. Oh ja. Die Foster-Machete. Yeah, baby. Jawohl, jawohl. Wie viel hat die überhaupt noch? 34%. Aber die kommt ja nicht von einem Zombie. Heißt, die können wir wieder zu 100% reparieren dann. Schießpulver, wenn wir noch so viel finden. Soweit ist noch nicht, ne? Wenn wir Weihnachten noch Scum spielen, dann hole ich mir die Weihnachtsmann-Ausrüstung. Versprochen. Ach ja. Das ist ja eher so ein etwas bisher langweiligerer Spot, ne? Also persönliche Meinung. Es ist auf jeden Fall was zum entspannten Chill. Looten hier. Wenn jetzt hier der Loot noch gut wäre und nicht nur Verbände, hier waren wir schon. Ja, da das nur Verbände sind, ist das ein bisschen ätzend. Ne? Hier waren wir auch schon. Hier aber noch nicht, oder? Ne. Hier waren wir definitiv noch nicht und hier geht es auch nochmal hoch. Gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Natürlich. Da lassen wir uns doch nicht entgehen. So. Ja. Hier war aber mal so ein Lagerraum. Ja. So eine Scheibe Papier da. Wen juckt's halt? Ja, Verbände haben wir. Haben wir safe hier. Naja, wie gesagt, eine gechillte, entspannte Runde. Auch keiner rum. Wo ist das Laden hier? Sorry. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist lahm. Oder was meint ihr dazu? Ist das lahm oder ist das lahm?
Ich finde es hier drin lahm. Also da haben wir schon bessere Locations gehabt. Die hier ist ziemlich, ja, mehr als entspannt, ne? Ja, da hatten wir im Bootcamp mehr Spannung. Apropos Bootcamp, wir sind hier auch gleich schon wieder durch mit der Zeit. Ich würde aber sagen, dass wir hier nicht lange verweilen. So, wo war denn der Treppenflur hier? Da. Also ich glaube, das gucke ich mir nicht weiter an. Gucken wir uns noch hier den letzten Stock an. Da bleiben wir dann auch gleich stehen. Eieiei. Okay, habe ich mir gleich die beste hier rausgesucht? Na klar. Ah. Aber nichts mit Loot. Der Loot ist auf den Fluren. Ah. Oh ja, guck mal. Das ist doch mal guter Loot. Jetzt noch ein paar Antibiotika oder so. Keine Stecknadeln. Die helfen euch auch nicht, aber ja. Krankenhaus muss sowas schon haben, ne? Hier war ich auch nicht. Aber auch relativ wenig Zombies. Da war das Ding. Relativ wenig Puppen hier auch, ne? Ja. Und noch mehr Verbände. Yay. Also wir haben hier einen Jahresverband an Verbänden gewonnen. Ein Jahrespaket an Verbänden kriegen wir hier. Jahresabo. Ach, Mist. Wir haben Feuerzeug. Ja. Naja, ihr Lieben, wie gesagt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Spot so findet. Findet ihr den auch so nutzlos und langweilig wie ich? Naked Hoodie. Na gut. Hast du wenigstens ein bisschen Lootplatz. Ist ja auch mal was. So. Hier ist sogar echt rar mit Zombies, ne? Hey! Mal ein bisschen sinnvoller Loot hier wieder. Ja, hier waren wir. Ja, hier ist nichts Besonderes, ne? Ja, hier waren wir auch über. Ne, waren wir hier? Ja, hier waren wir auch. Ach Gott. Ja, klar. So, gehen wir nochmal auf dem Dach gucken. Ist sogar nur ein Dachboden. Ja, den habe ich gar nicht gesehen, ey. Ja. Nicht mal eine geklatscht gekriegt, hat er. So, dann ess den letzten Schokoriegel hier. Bisschen was zu essen müssen wir ja haben. So, ich würde auch hier oben Schluss machen. Das, dann kämpfe ich mich hier raus zur nächsten Folge und dann gehen wir mal woanders hin. Vielleicht fahre ich schon los. Das ist vom Zombie, brauchen wir nicht. Das ist ein Paket. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, ne, hier fahre ich uns wieder raus. Gucken wir schon mal einen neuen Spot raus und dann sehen wir uns morgen da. Vielleicht fahren wir auch erstmal zu Hause rum und laden mal wieder ein bisschen was ab und gucken nach dem Quad. Ne, nicht, dass das irgendwann despawnt. Das wäre zu blöd, auch die Kisten und so. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen können. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde heute gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.